Also wir müssen zunächst mal dafür sorgen, dass bei den Kindern und Jugendlichen überhaupt niemand zu den sogenannten Verlierern oder Verliererinnen gehört, indem wir allen erstmal gleiche Chancen geben. Das heißt, auch Kinder und Jugendliche, egal aus welchen familiären Verhältnissen sie kommen, in gleicher Form starten lassen können ins Leben. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass nach Möglichkeit, ich kämpfe da seit Jahren drum, wir sowas wie einen sozialen Arbeitsmarkt haben. Also dass auch jeder an Arbeit teilhaben kann und damit auch selbst wieder sozusagen eine andere Form von Selbstbewusstsein kriegt und beteiligt wird. Letztlich geht es auch nicht ohne, dass wir eine gewisse Umverteilung hinbekommen, also dass wir diejenigen, die viel haben, stärker dazu heranziehen, denjenigen, die weniger haben, einfach eine andere Form von Teilhabe zu ermöglichen.